Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte heute mit euch eine wunderschöne Karte machen und ich freue mich schon richtig drauf auf dieses Video, weil die Karte ist so zauberhaft schön und ich glaube, ich kann euch damit anstecken, an dieser Freude mit dieser Karte. Bevor wir mit der Karte starten, wollte ich euch noch ein paar kleine Neuerungen sagen. Ich bin immer nicht so der Freund, gleich am Anfang des Videos alles zu erzählen, was es gerade für Aktionen gibt oder so bei Stampin' Up, aber es gibt im Oktober ziemlich viel und ich wollte euch sagen, wenn ihr da Interesse habt, dann schaut bitte auf meiner Webseite vorbei, da findet ihr alles verlinkt. Es gibt im Oktober ein tolles Einsteigerangebot für alle, die selber Demonstratorin oder Demonstrator werden wollen. Es gibt eine Sparaktion auf alle Kreativsets, also wenn ihr irgendwelche Sets habt, sowas wie das hier, da gibt es eine tolle Sparaktion und es gibt auch eine Neuigkeit bezüglich des Kataloges. Also der Mini-Katalog ist ja schon erschienen und auch diese Broschüre sozusagen. Da gibt es eine weitere Online-Broschüre und da gibt es verschiedene Sachen für Scrapbooking. Und Scrapbooking ist etwas, wo ihr mit so großen Layouts eure Fotos festhalten könnt und die dann sammeln könnt oder ein Album machen könnt. Und ich sage das deswegen, weil ich hier ein Papier habe, das aus diesem Katalog sozusagen ist. Alle Kataloge und alle Informationen findet ihr auf meiner Webseite. Ich verlinke sie hier oben, babsis-bastelwerkstatt.de. Und da findet ihr auch eben diese Download-Möglichkeit für diese Broschüre. Die gibt es eben nur online. Und die Kreativsets zum Beispiel, die gibt es ja auch nur online. Also, dass ihr da auch wisst, es gibt noch einen Bereich, der eben nicht in die Kataloge zu finden ist. Und dieses Papier hier, das ich euch zeigen werde und mit dem wir wunderschöne Karten machen, das ist so zauberhaft schön und das wollte ich nur kurz am Anfang hier reinlegen. Ihr seht hier die Vorderseite und die Rückseite mit Blättermotiv, richtig schön herbstlich. Dann haben wir so ein kariertes Papier. Ihr habt immer 4 Bögen davon drin, also auch mal ein bisschen mehr Papier von einer Sorte, finde ich super cool, weil man dann natürlich auch mal gleiche Karten machen kann und das Papier nicht so leicht ausgeht. Und auch diese Rückseite ist wunderschön. Und aus diesem ganzen zauberhaften Papier machen wir jetzt eine richtig schöne Karte. Das Papier heißt Sweet Days, beziehungsweise schöne Herbsttage. Also es passt perfekt. Ich mache schnell die Folie weg, dann könnt ihr es besser lesen. Und findet auch hier unten die Bestellnummer, falls ihr sucht, schöne Herbsttage. Und es ist ein großes Papier. Also wie gesagt, wenn ihr mehr Infos haben möchtet, zum Beispiel zum Thema Einsteigen oder zu allen anderen Angeboten, dann schaut einfach auf meiner Webseite vorbei, dann haben wir hier das nicht alles im Video und können uns unseren Hauptdarstellern widmen. Denn diese wunderschöne Karte zeige ich euch heute in verschiedenen Designs. Möchte ich euch heute zeigen, wie das funktioniert und wie ich das gebastelt habe. Und die Idee dazu habe ich bekommen von einem ganz lieben Teammitglied von mir, von der Franny. Und Franny ist auch hier bei YouTube vertreten unter Liebstes Grün. Schaut also unbedingt mal bei ihr vorbei. Sie macht so wunderschöne Sachen und tolle Karten. Nur im Moment hat sie gerade nicht so den Videodreh und deswegen darf ich diese Anleitung von ihr übernehmen. Sie hat es bei unserem letzten Online-Teamtreffen gemacht. Hat sie diese Karte vorgestellt und ich finde diese Karte zauberhaft schön und ich werde euch auch am Ende des Videos noch Ideen geben, wie ihr die Karte noch gestalten könnt. Jetzt seht ihr erstmal eine herbstliche Geburtstagskarte. Hier hinten habt ihr Platz für die Grüße und ihr könnt diese Karte ganz flach verschicken. Also das ist kein Problem, das geht in den Briefumschlag, aber ihr könnt die dann eben auch so toll hinstellen. Und es ist jetzt fürs Video natürlich ein bisschen schwierig, aber für den Beschenkten ist es dann total cool, wenn er das eben noch aufbewahren kann, die Karte, und sich daran lange freuen kann. Ich habe versucht, die Karte mit dem gleichen Papier, aber in verschiedenen Designs zu machen. Und hier vorne habe ich zum Beispiel mal eine ganz andere Deko gemacht. Ich habe hier ein paar Sachen eingearbeitet, die ihr vielleicht jetzt in der Kamera nicht so ganz gut seht, aber das ist so ein bisschen Naturmaterial. Das ist so ein kleiner Puschel, den habe ich mal beim Spazierengehen gefunden. Und so ein schönes goldenes Blatt. Das gibt es jetzt auch eben neu im Herbstkatalog. Das sind so Blätter. Fand ich passt da super gut und hier ein bisschen mit den Stanzen, die ich so gefunden habe, ein bisschen experimentiert und mal hochkant gesetzt, dass es mal ein bisschen anders aussieht. Und genau, hier habe ich nochmal eine schöne Variante farblich, finde ich auch total schön, mit einem Kreis und von einem Schleifchen. Genau, das sind jetzt alles Geburtstagskarten und wir machen jetzt gleich nochmal noch eine weitere Farbidee, damit ihr es ganz schwer habt, welche Karte ihr nachbasteln wollt, beziehungsweise welche Farbvariante euch am besten gefällt. Ich möchte euch gleich noch 2 weitere Ideen zu dieser Karte zeigen. Also nochmal eine Geburtstagskarte oder eine Glückwunschkarte in bunten Design. Fände ich auch schön als Männerkarte übrigens. Ich habe jetzt hier noch einen Streifen aufgeklebt. Der Platz wird dann immer weniger, das musste man bedenken. Aber es hat halt toll ausgeschaut und ja, ein bisschen Reste verarbeiten. Hier habe ich das Ganze noch mit einem Pergamentpapier unterlegt und so kleine Blümchen drauf gemacht. Finde ich total schön von den Farben.
Und dann hätte ich auch noch eine Weihnachtskarte für euch im Angebot. Auch natürlich könnt ihr mit dieser Kartenform schöne Weihnachtskarten gestalten. Hier muss ich hinten noch was drauf machen, das habe ich noch nicht gemacht, aber hier vorne mögen all deine Wünsche wahr werden. Weihnachtskarte ging auch als Geburtstagskarte natürlich, aber ja, ich habe erst mal an Weihnachten gedacht mit dem Papier, aber genau, das kann man natürlich auch ausbauen, wie es einem noch so gefällt. Und wir starten jetzt zuerst mal mit dem Zuschnitt vom Papier. Und dafür benutze ich den Papierschneider und jetzt muss ich die Karten ein bisschen auf die Seite räumen, sonst habe ich vor lauter Karten keinen Platz mehr. Ich nehme jetzt ein ganzes A4-Papier, denn die Franny hat bei ihrer Vorstellung auch gezeigt, wie man das am besten zuschneidet, damit man das alles super aus einem A4-Papier rausbekommt und das zeige ich euch jetzt auch gleich mal. Also nochmal an dieser Stelle herzlichen Dank an dich, liebe Franny, für diese super Anleitung. Ich nehme also das ganze A4-Papier und kürze mir das zuerst mal an der kurzen Seite bei 6 cm. Also ich lege mir das hier bei 6 cm an und schneide mal einmal das ganze Papier. Und dann nehme ich mir gleich diesen Streifen, den ich habe, und kürze mir den nochmal auf 28 cm. Somit habt ihr ein Papier mit 28 mal 6 cm und das werden wir gleich in der Mitte bei 14 cm an der langen Seite falten. Haben wir schon mal ein Teil. Als nächstes nehme ich mir wieder dieses Stück, das wir gerade geschnitten haben, und schneide mir das Ganze bei 12 cm. Wieder einmal komplett durch und nehme jetzt die lange Seite nach oben und kürze es mir nochmal bei 6 cm, damit wir ein Stück haben mit 12 mal 6 cm. Jetzt lasse ich so die lange Seite hier liegen und schneide mir dieses Papier noch bei 18 cm. Drehe mir das nochmal auf die kurze Seite und mache bei 10,5 nochmal einen Schnitt, damit ich ein Stück erhalte mit 18 cm mal 10,5. Dann habe ich noch ein Reststück, das ist das hier. Und das passt jetzt genau noch, wenn wir uns das bei 4,5 cm schneiden. Und dann noch bei 10 cm kürzen, dass wir noch ein Element bekommen mit dem Maß 10 mal 4,5 cm. Ich habe euch das hier mal aufgelistet und ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Und ich habe eingekringelt, mit welchem Schnitt man am besten anfängt. Bei dem unteren ist es egal, mit welchem. Aber dann wisst ihr, wie ihr das Papier zuschneidet und so sieht das Ganze aus. Ah ja, noch ein kleiner Hinweis, das wollte ich am Anfang noch sagen. Die Franny hat diese Anleitung gesehen bei Stempelitz, glaube ich, heißt es. Und sie hat aber die Maße nochmal abgeändert und angepasst, dass es perfekt passt und dass man so wenig wie möglich Papierreste hat, was total cool ist. Weil ich den Papierschneider schon da habe, nehme ich jetzt dieses große Stück als nächstes. Und jetzt versuche ich euch mal ein bisschen näher ranzunehmen. Vielleicht klappt das. Ich hoffe, meine Kamera macht mit. Ja. Ich nehme mir jetzt dieses ganz große Stück mit dem Maß 10,5 mal 18 cm. Und das falze ich mir jetzt als erstes bei 3 cm. Und ich lege diese 3 cm hier drüben an und falze mir das einmal. Jetzt drehe ich mir diese Falzlinie auf die andere Seite rüber und drehe mir mein Papier einmal auf den Kopf und mache die nächste Falzlinie bei 6 cm. Ich drehe mir das Papier jetzt nochmal auf die Rückseite. Also ich bleibe jetzt immer mit der langen Seite natürlich oben und mache das nächste bei 9 cm. Und die nächste Falz bei 12 cm, aber auch wieder auf den Bauch gedreht. Wenn euch das zu kompliziert ist mit Hin- und Herdrehen, könnt ihr es auch alles in einem falzen. Das ist auch kein Problem. Aber ich mache das so, damit die Falzlinien nachher in der richtigen Art gefalzt werden. Ich erkläre das gleich nochmal, aber es ist nicht so wichtig. Also ihr habt jetzt nochmal das lange Stück angelegt und habt eine Falz bei 3, bei 6, bei 9, bei 12 und bei 15 cm, weil wir uns da jetzt diesen Zickzackbereich vom Anfang machen. Und ich finde es ein bisschen blöd, dass mein Papier jetzt ausgerechnet die gleiche Farbe hat wie mein Untergrund. Deswegen nehme ich mir jetzt hier mal das Schmierpapier zur Hilfe und mein Falzbein. Und jetzt falze ich diese Falzlinien genauso, wie sich's gehört. Das heißt, die Falz, der Berg, der muss innen drinnen sein. Das muss man nicht unbedingt machen, aber naja, wenn wir schon versuchen, eine perfekte Anleitung zu machen, dann machen wir das so. Ich weiß auch gar nicht, wie es die Franny gemacht hat, weil da war ich noch nicht da beim Teamtreffen. Da bin ich ein bisschen später nachgekommen und da
Weiß ich gar nicht, ob sie das überhaupt so gemacht hat oder andersrum, aber bei der Franny glaube ich schon fast, dass sie es gedreht hat. Also man muss es nicht unbedingt machen, aber so erhaltet ihr dieses schöne Zickzack und habt eben den Berg, falls immer innen. Genau. Das ist ganz einfach. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Designerpapier. Jetzt möchte ich euch noch die Papiermaße sagen, die wir sonst noch brauchen. Ihr könnt euch da ein bisschen an eurer Karte oder an eurer Kartenidee orientieren. Ich habe jetzt zum Beispiel das größte Stück mit diesem Design ausgewählt und gucke dann, was mir so danach gefällt. Aber ich kann natürlich auch die Seiten umdrehen und ein bisschen durchmischen, je nachdem, was einem eben da am besten gefällt. Und zwar, ich habe jetzt ein Stück in Grundweiß, das ist für meine Rückseite und hat das Maß 13,5 x 5,5. Dann habe ich das größte Designerpapier, das hat das Maß 13 x 5,5, ein Stück in 11 x 5,25 und das kleinste mit 9 x 3,75 cm. Und dann habe ich noch drei Stücke mit dem Maß 10,1 x 2,6 cm. Und mit dem fangen wir jetzt mal an zum Aufkleben auf unsere aufgefächerte Karte. Und noch zur Info, alle Maße schreibe ich euch auch unter dieses Video in die Infobox. Da müsst ihr auf diese drei Punkte oder auf mehr klicken. Und dann kommt ihr auch zu diesen Maßen. Dann müsst ihr nicht alles jetzt gleich im Video mitschreiben. Wenn es manchmal vielleicht ein bisschen zu schnell geht oder so, dann habt ihr die Maße nochmal schön aufgelistet. Und ich fange jetzt hier an und klebe mir diese drei Elemente auf mein aufgefächertes und ich lasse immer eins dazwischen. Also ich klebe es immer auf diese Vorderseiten. Theoretisch könntet ihr vorne und hinten was machen oder ihr könntet auch mal die Farben durchtauschen. Aber ich finde es jetzt so eigentlich am schönsten. Und ihr seht dann nachher, wenn ihr die Karte vor euch hinstellt, eigentlich nur die Frontseite. Und wenn man die Rückseite auch sieht, so von oben, dann sieht es auch total schön aus, finde ich. Genau. Das sind eben dieser Bereich ganz unten. Und ich glaube, man sieht es ja auch ganz gut. Ich fange ganz vorne an, lasse eins frei vorne, immer so. Und dann können wir uns das wieder ein bisschen aufstellen und noch einmal schön nachfalzen, damit das nachher super in Form ist. Dann schnappe ich mir mein grundweißes Papier und nehme mir schon mal meine Stempelfarbe und meinen Spruch, den ich stempeln möchte. Ich habe jetzt hier ausgewählt, einmal das Set verziert formuliert, da habe ich das alles liebe. Ich finde das total schön, dass die Linie da weitergeht. Jetzt hätte diese Bestellnummer hier unten, ist auch online zu finden. Und ich habe mir noch rausgenommen, sortierte Grüße, da gibt es so eine coole Handstanze, da habe ich zum Geburtstag ausgewählt. Und das ist diese Bestellnummer, falls ihr es bestellen wollt. Liebe über alles habe ich zum Beispiel auch alles Gute verwendet bei den blauen. Also da gibt es ja alle Möglichkeiten, je nachdem welchen Anlass ihr machen möchtet, was ihr da stempeln könnt. Und falls ihr euch wundert, dass ich vorher einen Stempel hatte mit diesem Hochkant oder also diesem Vertikal sozusagen, das ist noch ganz alt, da war der drin. Falls ihr das noch im Schrank stehen habt, vergesst es nicht, weil das ist eigentlich ein schönes Set. Okay, hier nehme ich jetzt als Farbe, ich glaube, ich nehme nicht Savanne, das ist mir ein bisschen zu hell, obwohl die Grundkarte Savanne ist. Ich gehe jetzt hier auf Espresso und stempel mir meine beiden Sprüche hier noch drauf. Also einmal das zum Geburtstag. Kommt hier oben drauf. Und das alles Liebe kommt auf meine Vorderseite, auf meine Vorderdeko. Und da habe ich mir schon diesen Kreis ausgestanzt, damit es jetzt ein bisschen schneller geht fürs Video. Den möchte ich euch aber trotzdem noch zeigen. Das sind ganz viele Kreise. Also auf der Rückseite sind nochmal so viele mit schönen Motiven. Und das heißt, naturverliebte Kreise hätte diese Bestellnummer. Und ist wirklich ein wunderschönes Set. Ihr seht hier diese kleinen Muster da in den Kreis. Das macht sich wirklich super gut. Okay. Jetzt schnappen wir uns unser größtes langes Stück. Und falzen es einmal bei der Falzlinie richtig schön nochmal nach. Und jetzt, wenn ihr euch das so hinlegt, hier ist die Falzlinie, stellt euch vor, dass das nachher dieses Klappelement ist, machen wir uns hier unten, also an der Unterseite, eine Markierung und zwar in der Mitte von diesem Streifen bei 3 cm, also 3 cm nach rechts und 3 cm nach links.
einen kleinen Punkt mit dem Bleistift machen. Um ein bisschen weniger Papier zu haben, lasse ich das auch gleich so liegen, wie ich es jetzt gerade markiert habe, und klebe mir das auf. Aber Achtung, das muss so rum aufgeklebt werden, weil das ist nachher dieses Teil, wo es sich so aufstellt. Aber dann haben wir schon mal ein Element auf dem Tisch weniger. Das könnt ihr aber auch später noch draufkleben, also das müsst ihr nicht gleich mitmachen. Nur für mich ist es so ein bisschen einfacher. Also nochmal zum Überblick, weil ich es gedreht habe, hier unten ist meine Markierung. Und ich klebe mir das dann so auf, dass das nachher richtig rum ist. So ist dann die Karte. Und jetzt brauchen wir nochmal ein Geodreieck und machen uns ein paar Markierungen. Ich schnapp mir mein Geodreieck und fange einmal an bei dem allergrößten Stück hier drüben. Und zwar lege ich mir das jetzt vom Verlauf her schon so hin, also nicht so, ich möchte nachher nicht das Rädern auf dem Kopf haben, sondern ich möchte mir hier unten die Markierung machen, dass ich mir nachher dieses Dreieck so schneiden kann. Das heißt, ich markiere mir jetzt hier auch wieder die Mitte von meinem Streifen und das ist dann das Maß 2,75. Also hier unten mache ich mir wieder mit Bleistift einen kleinen Punkt hin und schneide mir das dann nachher zu einem Dreieck zu. Als nächstes nehme ich mein zweites Designerpapier. Das ist jetzt das zweitgrößte mit 11 x 5,25 cm und mache mir hier oben eine Markierung bei 3,5 cm an der Oberseite. Wieder so einen kleinen Punkt und hier unten bei 1,65 cm. Da schneiden wir uns dann nachher die Dekoration raus. Und weil wir gerade beim Designerpapier sind, nehmen wir auch noch das kleine mit dem Maß 9 x 3,75. Machen uns oben eine Markierung hin an der Oberseite bei 2,5 cm. Am oberen Rand und unten bei 1,25 cm. Okay, dann nehmen wir uns unsere beiden Farbkartone, die wir ganz am Anfang zugeschnitten haben. Bei dem großen, das ist der mit dem Maß 12 x 6 cm, machen wir uns oben einen Punkt bei 4 cm. An der Oberseite und unten einen Punkt bei 2 cm. Ja, damit ihr das seht, hier oben einen Punkt und hier unten einen Punkt. So habe ich es jetzt bei allen Papieren gemacht. Und bei dem kleinen Teil, das ist das mit dem Maß 10 x 4,5, habe ich oben einen Markierungspunkt bei 3 cm. Und unten einen Markierungspunkt bei 1,5 cm. So. Also, ihr müsst viele Markierungen machen und ein bisschen schneiden, aber es rentiert sich bei dieser tollen Kartenform. Ich starte jetzt gleich mal mit diesem Papier und ihr seht nochmal die Punkte hier. Und ich nehme den Papierschneider. Es empfiehlt sich, eine frische Klinge zu verwenden. Das muss ich noch schnell machen. Das habe ich jetzt nämlich vergessen. Ich hänge mir das schnell aus und mache mir eine frische Klinge rein. Also da kann man das einfach so aushängen. Die alte raus und klick, klick die neue rein. So ein bisschen schief halten. Das geht ganz super. Okay, und jetzt lege ich mir auf meine markierten Punkte, die lege ich mir genau auf meine Führungsschiene. Weil so haben wir den perfekten Schneidepunkt, um uns aus diesen Rechtecken Dreiecke zu schneiden. Ich habe jetzt, wie ihr gesehen habt, zuerst die Diagonale geschnitten von meinen beiden Markierungspunkten, einer oben, einer unten. Und jetzt schneide ich mir noch die andere Seite, damit von hier unten zum Markierungspunkt und von hier unten zu der Ecke nach oben. Mal kurz als
Zeichnung aufgeführt, dass man das sich ein bisschen besser vorstellen kann, was man dann wegschneidet. Also das dunkel hinterlegte wird dann weggeschnitten. Ihr seht das gleich, ich mache das jetzt nochmal. Also jetzt von der Markierung bis zur äußeren Ecke. Und dann habe ich dieses kleine Teil, das kann weg. Bleibt noch so ein schönes Dreieck und dann habe ich noch meine Markierung hier unten und meine Ecke hier oben und schneide mir das Ganze nochmal durch. Oh, da war ich jetzt nicht ganz aufgelegen. Ein bisschen wieder rausgerutscht. So, jetzt aber. Und habe dann hier mein zweites Dreieck. Und diese beiden Dreiecke, die größeren von beiden sozusagen, die brauchen wir. Das andere ist das Restpapier. Das kann weg, beziehungsweise dachte ich, ich mache dann noch eine Restekarte aus den ganzen Streifen, weil die irgendwie auch witzig sind. Genau. Und so mache ich es jetzt eigentlich mit allen Teilen fast. Also ich nehme euch da jetzt bei allen Teilen mit und mache keinen Schnellverlauf, weil dann könnt ihr euch das erstmal kurz angucken und dann könnt ihr es selber schneiden. Ich fange eigentlich immer in der Diagonale an und schneide mir dann diese Kanten von der Markierung zur Außenkante und von der Markierung wieder zur Außenkante nach oben bei dem anderen Teil. Also guckt euch erst kurz mal das Video an und dann könnt ihr es auch nachschneiden. Beim Designerpapier mache ich es auch so. Auch wieder von den Markierungen zur Markierung diagonal und dann wieder von der Markierung zu den Außenpunkten. Und immer diese kleineren Dreiecke, die da entstehen, die kommen weg. Bei mir kommen die auf eine Sammelstelle, wo ich vielleicht noch eine schöne Restekarte machen kann aus dem Ganzen. Genau. Und das Ganze machen wir noch einmal. Und dann kommt noch eins, das ein bisschen anders geschnitten wird, nämlich das ganz, ganz große. So. Ihr könnt immer noch mal vergleichen von der Größe, dass ihr immer zwei habt, die genau gleich groß sind und immer die größeren von beiden sind, die behalten werden. Oder ihr macht so wie ich, dass ihr die gleich ganz auf die Seite nehmt, diese Reststücke, und die anderen gleich auf euren Stapel hier legt. Jetzt haben wir noch das große Designerpapier, das ist das mit dem Maß 13 x 5,5 cm. Da haben wir ja unten in der Mitte einen Punkt gemacht und da schneide ich mir jetzt die Ecke hier runter und die Ecke darunter, damit ich da auch ein schönes Dreieck habe. Und ich finde, dieses Papier ist so zauberhaft schön. Ich mag das total gerne. So, jetzt musste ich leider hier das Ohr abschneiden von dem kleinen Rehlein. Aber genau, jetzt haben wir hier dieses Dreieck noch. Und dann nehmen wir uns gleich nochmal unsere große Klappkarte, da wo wir vorher das Rückteil drauf gemacht haben, weil auch hier haben wir ja in der Mitte eine Markierung und auch hier brauchen wir wieder ein Dreieck, das heißt wir schneiden von der Markierung bis jeweils zu diesen äußeren oberen Ecken an dieser Falzkante. Und auch hier geht es ganz genauso, wir legen uns auch wieder diese Markierung auf die Führungsschiene und die obere Ecke auf die Führungsschiene und schneiden das einmal schön durch. Und dann noch hier drüben. Ich drehe mir das jetzt mal kurz um, da tue ich mich ein bisschen leichter. Total schön. Auch die Ecken können wieder weg. Hier oben habe ich noch eine kleine Ecke, die hat es mir nicht weggeschnitten. Die gleiche ich noch schön an. Und jetzt wird fleißig geklebt. Und zwar habt ihr ja immer eine Grundkarte
und dazu das passende Designerpapier. Auch hier könnt ihr nochmal gucken, möchte ich vielleicht das Ganze nochmal umdrehen oder möchte ich das so lassen. Ich würde es jetzt so machen, aber da könnt ihr auf euer Papier achten. Und ich klebe jetzt einfach alle meine kleinen Dreiecke auf die großen Dreiecke. Und wenn ihr vielleicht noch so kleine Punkte seht, könnt ihr euch die jetzt auch super wegradieren, dass ihr sagt, ich habe vielleicht noch irgendwo diese Markierung. Dann radiert euch das noch weg. Manchmal auch unten in der Mitte oder so. Das könnt ihr jetzt super machen. Wenn ihr euch wundert, ich habe hier einen Klebemittelradierer und mit dem radiere ich auch Bleistifte weg. Weil mein richtiger Radierer, der ist einfach irgendwie, der schmiert immer so. Und ich habe festgestellt, mit dem Klebemittelradierer geht es eigentlich auch ganz super. Da kann man eigentlich auch ganz gut radieren, also auch Bleistift. Und Kleber natürlich auch. Und hier würde ich euch, wie gesagt, empfehlen, dass ihr Flüssigkleber benutzt, weil ihr dann noch ein bisschen ruckeln könnt, das nicht sofort fest ist und ihr damit dann schöne Rahmen machen könnt von euren Karten oder von euren Dreieckselementen. Oh, jetzt habe ich Scheiß gemacht. Habe ich hier einen Scheiß gemacht oder habe ich einen Scheiß gemacht? Ich habe einen Scheiß gemacht. Richtigen Scheiß. So, wer viel quatscht, kann passieren, dass auch mal ein Fehler passiert. Jetzt habe ich hier mein Papier nicht richtig rum aufgeklebt. Ist eigentlich gar nicht so schwer, aber hat mich gleich auf eine neue Idee gebracht. Ich könnte es natürlich jetzt nochmal zuschneiden, aber ich dachte mir, ich mache das auch so, dass ich jetzt einfach die großen und die kleinen unterschiedlich mache. Und dann nochmal ein neues Muster erzeuge. Also manche Ideen kommen einem auch ganz spontan. Wenn mal ein Fehler passiert, kann man den vielleicht auch mal ganz kreativ und schön ausbügeln. Ich hoffe, es wird schön. Aber bei diesen tollen Farben und bei dem Papier bin ich mir sicher, dass es auch gut passt. Normalerweise klebt ihr euch zum Beispiel die beiden großen grünen hin und die beiden kupferbraunen hier drauf. Aber wie gesagt, viel gelabert, nicht so gut aufgepasst. Kommt es manchmal vor, dass man hier ein bisschen Hundnerhaut, sagt man da manchmal bei uns. So, okay, jetzt aber Konzentration. Hier natürlich mein großes Element muss ich auch noch ankleben. Könntet natürlich auch die Blätter nehmen. Manchmal müsst ihr natürlich auch schauen, dass der Verlauf passt auf eurem Papier. Also ich empfehle eigentlich, dass ihr euch im Vorfeld ein bisschen Gedanken macht, welches Papier ihr wo auf eurer Karte dann später haben wollt. Also nicht verwirren lassen. Normalerweise sind die Stücke gleich beklebt. Das ist jetzt nur bei mir, bei dieser Karte noch ein bisschen anders. Jetzt brauchen wir noch einmal, ein letztes Mal, unser Lineal und den Bleistift für die letzten Markierungen. Und zwar nehme ich mir jetzt nochmal das Lineal und ihr seht hier oben, wenn ich jetzt das savannefarbene Papier nehme, hat es 4 cm. Und da mache ich mir in der Mitte bei 2 cm wieder eine kleine Markierung. Also bei den größeren ist es bei 2 cm ein kleiner Punkt. Das ist dann für nachher, dass wir uns leichter tun, wie wir das Ganze aufkleben. Und bei den kleineren ist es bei 1,5 cm. Hier habe ich ein bisschen Kleber oben dran, den mache ich jetzt noch weg. Und dann machen wir da auch noch einen Punkt drauf. Okay. Also mittig hier oben einfach einen kleinen Punkt setzen. Genau, und jetzt legt ihr euch einfach euer Papier so hin, wie ihr es dann nachher zusammenkleben wollt. Von der Größe, das größte in der Mitte, dann die zwei kleineren und dann die zwei ganz kleinen. Und wie gesagt, normalerweise hättet ihr jetzt hier das gleiche Designerpapier. Bei mir ist es ja jetzt ein bisschen anders. Und dann schnappe ich mir das erste größte Teil und mache mir da ein bisschen Kleber drauf. Und zwar gehe ich in der Mitte maximal bis zu meiner Markierung hin. Und hier unten mache ich wirklich nur ganz wenig Kleber. Ziehe mich auf die Seite und gucke, dass dann danach nirgendwo der Kleber an der Seite rauskommt. Also so bis ganz runter, aber nur wirklich unten nur am Rand.
Und jetzt klebe ich mir, ich muss das jetzt hier liegen lassen, ich klebe mir jetzt das Größere auf das Kleinere drauf und unten orientiere ich mich an der Spitze, dass die Spitze schön ist. Und hier oben orientiere ich mich an meiner Markierung, an diesem kleinen Punkt, damit ich weiß, wie weit ich das da reinsetzen kann, dass das dann schön gleichschenklig wird. Und das mache ich auf der anderen Seite genauso, nur hier kommt der Kleber natürlich dann auch auf die andere Seite hin. So. Und was ihr hier vielleicht noch beachten müsst, das kommt ein bisschen auf euer Papier drauf an. Manchmal bietet es sich an, dass man das eine mit dem anderen tauscht. Zum Beispiel war es jetzt hier so, dass man halt ein bisschen was von dem Fuchs und von dem Rehlein noch sieht. Das ist jetzt halt auf der Seite ein bisschen schöner gewesen wie auf der. Also das kann man einfach variieren, wie es am besten passt. Und so geht es auch weiter bei den kleineren Teilen. Auch wieder bis runter ein bisschen Kleber machen, aber nicht über die Mitte rauskommen, damit wir ja nachher dann kein Klebermalheur haben. Und immer schön unten an der Spitze orientieren und eben oben an unserem Markierungspunkt. Und so haben wir jetzt nochmal eine neue Variante, die ich auch ganz cool finde, mit diesem unterschiedlichen Papier. Sehr süß geworden. Ah, das könnte ich mir auch super als Babykarte vorstellen, das ist bestimmt auch total schön. Okay, jetzt wird noch ein bisschen weiter geklebt, ganz munter und fröhlich. Nämlich kommt jetzt diese Spitze hier auf unser Vorderteil. Dazu hat uns die Franny noch einen Tipp gegeben, und zwar, wenn wir das so hinten hinhalten, sehen wir, wie weit hoch wir mit dem Kleber gehen können, dass dann nachher nicht zu viel ist. Deswegen, das ist so eine kleine Orientierung. Einmal umdrehen und dann in die Mitte kleben und so ein bisschen nach außen, nach Augenmaß gucken, dass rechts und links ein schöner gleicher Rahmen ist. Und unten kommt die Spitze sehr nach unten hin. Und dann, wenn wir uns das aufstellen, brauchen wir noch hinten drauf ein bisschen Kleber. Ich lege mir das einmal so hin und halte mir das an der Seite ein bisschen. Also ich mache mir da so eine kleine Markierung mit meinem Finger, wie weit der Kleber gehen darf, wenn ich den jetzt hier aufmache, dass ich nicht über diesen Rand komme. Und da kommt dann hier auch noch ein bisschen Flüssigkleber hin. Und dann wird die ganze Karte einmal komplett zusammengeklebt. Richtig schön. Und dann steht sie schon so schön vor einem. Das ist echt toll. Eigentlich geht es jetzt nur noch ein bisschen Deko. Also das finde ich cool mit diesem Farbverlauf. Es wäre witzig gewesen, wenn ich dieses jetzt auch grün gemacht hätte. Das hätte dann das Ganze noch abgerundet. Aber so ist es auch schön. Wir haben noch ein bisschen Deko. Und da habe ich jetzt einfach mir aus Pergament einen Streifen ausgestanzt. So. Das war bei so Weihnachtsstanzen. Das ist, glaube ich, auch älter, aber die finde ich immer ganz schön. Könnt mir auch super eine Stehflockenkarte damit vorstellen. Also ich könnte wirklich jede Art von Karte ausprobieren. Aber ich fand es halt schön in den Hintergrund noch ein bisschen so rein. Das klebe ich mir da jetzt noch drauf. So. Und ich hätte noch so ein kleines... So einen kleinen Puschel. Vielleicht kann ich den noch unterbringen, wobei ich die Karte verschicken werde. Ich weiß nicht, ob das so gut überlebt, aber so kleine Sachen, die man in der Natur findet, kann man super auf die Karten machen. Aber ich glaube, ich lasse es jetzt hier nochmal weg und hätte jetzt hier noch verschiedene Bänder, wo ich Schleifen machen kann. So, noch ein kleines Schleifchen gebunden. Und bei den kleinen Schleifchen wollte ich euch noch einen kleinen Tipp geben, wenn ihr euch die anklebt. Ich mache das immer mit Klebepunkten, aber wenn das so ganz dünnes Papier ist, so ganz dünnes Band ist, dann schneide ich mir auch immer diese Klebepunkte einfach in der Mitte auseinander. Also die sieht man jetzt wahrscheinlich nicht, aber einmal auseinandergeschnitten, dann zusammengerollt und dann unter den Knoten geklebt, dann ist es meistens nicht so sichtbar und reicht von der Klebekraft auf jeden Fall aus. Und dann habe ich hier noch diese wunderschönen Vögelchen und Libellen. Die heißen Libellen und Vögel. Und diese Bestellnummer, ich glaube schon, dass die noch aktuell sind. Das bin mir gar nicht mehr ganz sicher, aber die werde ich hier jetzt auf jeden Fall drauf machen. Die finde ich so schön und passt zum Herbst natürlich, wenn die Schwälblein losfliegen. Und dann hinten noch ein bisschen der Dimension drauf, so ein Abstandsklebepad.
Und dann könnt ihr ein bisschen gucken, wie hoch oder niedrig ihr euch das setzen wollt. Ich möchte, dass man das Rehlein noch ein bisschen sieht hier. Dann passt es so perfekt. Und es sieht richtig schön aus, diese Variante, finde ich. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Ich bin wirklich total begeistert von dieser tollen Kartenidee. Und ich kann mich gar nicht genug bedanken, Franny, dass ich das zeigen darf, dass ich deine Maße verwenden darf und deine Tipps. Und also vielen, vielen herzlichen Dank an dich für diese wunderbare Idee. Wir haben auch beim Teamtreffen, wie gesagt, beim Online-Teamtreffen diese Karte gebastelt. Und es kamen auch da so viele wunderschöne Kartenideen, wie man das gestalten kann. Und also echt toll. Ich hoffe, es gefällt euch gut. Und ihr habt noch ganz viele kreativen Input. Ich werde meine Teammitglieder fragen, ob ich die Karte vielleicht im Video zeigen darf. Wenn ich das darf, dann blende ich das jetzt hier einfach ein und ihr könnt noch stöbern, gucken, schauen, was ihr für Sets habt und wie ihr das am besten verwenden wollt. Und ja, wir haben jetzt hier eine große Auswahl an schönen Karten und ich hoffe, es ist für euch was dabei und ihr freut euch auch so sehr wie ich an dieser Kartenform. Ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch machen. Schaut unbedingt bei Franny auf dem Kanal vorbei, weil da gibt es noch viel mehr so zauberhafte Karten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Kreativiert was Neues. Tschüss. Und ich blende euch noch Ideen ein, was ihr noch für schöne Karten gestalten könnt mit weiteren Ideen. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.